Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich glaube, Remmer meint doch die E3. Ja, ich will auch unbedingt mal zur E3. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Woche da sein, aber so... Wir würden schon 2 Tage reichen. Okay, dann keine Ahnung. Oh, wie schick, eure hübschen Gesichterchen wiederzusehen. Ich weiß doch, dass ihr nicht nur für mich alte... Was? Dass ihr nicht nur für mich altes Beutel... Was? Heute... Hä? Was soll das heißen? Beuteichen? Ich glaube, ich kann gerade echt nicht lesen. Bis nach ganz unten gekommen seid. Was wollt ihr also? Dass die Schrift normal da steht. Beutelchen? Echt, ich habe da ganz was anderes gelesen. Oha, du hast ein gutes Auge für schöne Sachen. Zum Glück für dich habe ich das auch. Eine Kleinigkeit für das Bild, ich weiß schon, was du sagst. Ja, weiß auch, was ich sage. Das wäre nicht nötig gewesen. Das habe ich so gemacht, weil das erstens schnell ging und zweitens das kein Problem für mich war. Dankeschön, Uni-chan, für nochmal 10 Erdbeeren. Hallo, Sven. Du hast ein gutes Auge für schöne Sachen. Zum Glück für dich habe ich... Was? Für dich habe ich das auch. Leider habe ich überall nach dem Zeug gesucht, aber ich habe hier unten nirgendwo auch nur ein Krümelchen gefunden. Nein, in der Nähe ist ganz und gar nichts. Aber das ist ein kleines Fleckchen, an dem ich noch nicht war. Ein riesengroßer Fels in einem kleinen Tunnelchen. Östlich von hier. Warum wackelt ihr nicht mal hin und werft ein Äuglein darauf? Glaubt aber nicht, dass ihr es gleich von euren Näschen findet. Wenn da überhaupt etwas sein sollte, ist unter einem Haufen Gestein vergraben. Ihr werdet euch die Fingerchen schmutzig machen und es ausgraben müssen. Angeblich reagiert Zenithio mit blauen Noten auf die Echoflöte, aber da, das kleine Instrumentchen ist seit Jahren verschollen. Huhuhuhu. Das ist jetzt uncool. Jetzt habe ich null aufgepasst. Danke, jetzt penne ich. Halt nicht, ob ich jetzt überhaupt richtig bin. Die ganzen Gegner gehen mir gerade ein bisschen zu sehr. Schon wieder so ein scheiß Kapuzenkinder. Lass mich in Ruhe. Hallo, No Korean Fangirl. Lass mir aber keine OPs mehr machen. Warum nicht? Ich bin voll gut darin. Das ist ein fetter Troll. Killa, was machst du denn da? Ich hab dich schon mal bekämpft. Steht da okay. Ihr seid wieder besonders lieb zueinander, ne? Ich kenne das nicht anders. Ihr seid immer so herzlich und erwärmt zueinander. Ich spüre das direkt. Dann muss das wohl Shadow sein. Wow.
Ihr seid einmal. Wow. Immer. Ja, ich merke das. Bin ich auch gar nicht anders gewohnt. Ich würde mich jederzeit von Liz operieren lassen. Ich meine, wir brauchen schon Arme und Beine. Hallo, ich bin voll gut darin, ne? Das geht zack, zack und dann ist gut. So, 800 Erfahrung. Woo! Mitleidlose Monsterjagd. Ja, ich bin wirklich mitleidlos. Hier war ich aber schon mal. Steinhaufen. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich hin soll. Ein sehr fernes Echo zu hören. Ich weiß halt nicht, wo das jetzt hier hinführt. Ich komme gleich wieder der anderen Seite raus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz woanders. Er hat ja bestimmt eine Familie und du schlachtest ihn einfach so ab. Du bist das Monster! Deswegen habe ich ja die Trophy bekommen. Mitleidlos. Ich fühle nichts dabei. Oh, fuck. Jetzt müsste ich eigentlich wieder hier rauskommen. Oder auch nicht. Nein, ich habe mich ja nach unten gegangen, stimmt ja. Und. Toll, das ist ganz woanders. Ich weiß halt jetzt nicht, wo ich das finden soll. Welchen Tunnel hat er denn noch nicht durchsucht? Also der hat es zwar gesagt, aber irgendwie... Sagt halt Osten, da bin ich hier gelandet. Aber hier gibt's nichts. Wo ist mein Kühlschrank, Liz, und der Aldi-Joghurt-Drink? Ich war noch nicht bei Aldi. Ja. Nur Dislikes auf meinem Video. Scheiß auf sowas. Ganz ehrlich. Das sind wieder Leute, die es nicht besser können. Und dann rumjammern. Kack auf sowas. Oder du stellst die Like- und Dislike-Funktion aus. Aber scheiß drauf. Aber ich kam dazu noch nicht. Ich hatte damals auch so ein oder zwei Hater, glaube ich. Die haben die ganze Zeit auch Stress gemacht und alles gedisliked und nur Scheiße mal geschrieben. Die haben sich halt dann immer wieder neue Accounts gemacht, so richtig assi-like. Einfach blockieren oder... Also falls jemand irgendwie nur Mist schreibt. Ansonsten Likes und Dislikes, kack drauf. Das ist einfach nur ein Daumen hoch oder runter. Das sagt gar nichts aus. Nur, dass irgendjemand Langeweile hat. Ich meine, klar, man möchte was anderes sehen, aber... Huh?
weiß halt echt nicht jetzt, wo genau ich abbiegen soll. Das Problem bei sowas ist, dass bei zu vielen Dislikes man nicht mehr gefunden wird. Ja, oder man stellt es einfach aus. Man wird... Eigentlich ist es kackegal, du wirst auf YouTube sowieso nicht gefunden. YouTube ist kaputt. Der Algorithmus, ich will darüber nicht mal über den Algorithmus reden. Von 2000, ich weiß nicht, 15 oder 16. Mein Witcher-Video wurde jetzt halt blockiert, weil da sexuelle Inhalte sind. Gegen, ich glaube, das war mit einem DLC irgendwas. Weiß ich nicht. Irgendwas. Da haben die mir das Video gesperrt und ich habe dafür jetzt eine Strafe gekriegt. Nach Jahren. Jetzt der Algorithmus geht jetzt voll ab, so richtig dumm. Oder manchmal kriege ich Drittanbieter-Sachen, wo eigentlich gar nichts ist an der Stelle. Also Musik, die da gar nicht aber gerade ist. So richtig dumm. Ich habe jede Ecke und jeden Winkel. Nur in dem Tunnel da im Osten habe ich nicht nachgeschaut. Blauen Noten von denen es gibt. Die blauen Noten. Also ich war schon im Tunnel eigentlich richtig. Ist eh nur noch mein Archiv. Ja, ist für mich auch mein Archiv, falls irgendjemand mal auch Lust hat, sich irgendwas noch anzuschauen, was man verpasst hat oder so. Und Twitch hat das nicht mehr gespeichert, weil es hat ja auch ein Limit mit Tagen. Dass man sich das da nochmal vielleicht angucken kann. Für mich halt auch mein Archiv, was ich alles schon mal gemacht habe. Also ich finde, was Per gemacht hat, ist bis jetzt gut. Ich meine, es ist schwierig, das zu machen, auch wenn man das zum ersten Mal macht. Man kann halt immer nur besser werden. Habt ihr ja auch meine Punkte und so genannt. Ansonsten fand ich das eigentlich für den Anfang gar nicht schlecht. Mein allererstes Top 10 Anime-Video. Profi-Bearbeitung. Das war schlimm. Ich glaube, ich habe da aber, weiß ich nicht, 10.000 Aufrufe oder so. So peinlich. Richtig peinlich. Oder sogar schon mehr, ich weiß das gar nicht. Schmerzen. Weißt du, was wir machen müssen? Was denn? Und nö. Kannst du ja gern machen. Nein, okay. Das ist mir so klar, dass er sofort zustimmt. Das wäre was. Nein! Ich kann nicht sehen. Ich will auch nicht. Bin dafür. Ja, schön für euch. Oh, ein Stuhl in der Küche. Dauert das so lange? Meine Fresse, wo ist denn das? Kadla, danke schön. Danke schön für den Resub. Dankeschön. Ich war verwirrt. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb. Ich muss noch abkühlen. Achso. Wie geht's eigentlich nach unten?
Ich weiß es auch nicht. Diese komische Markierung verwirrt mich. Warum kommen die Pilze hier runter? Was soll das? Jetzt muss ich hier weiter. Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Ich hoffe, es geht jetzt nicht noch nach oben, das wäre scheiße. Ich hab's gefunden! Juhu! Sehr schön. Müsste noch aufnehmen. Mach dir da keinen Stress. Hey, ich hab's gefunden. Jaha! Hab's Leuchtschild. Kann ich jetzt herstellen. Okay, das ist gruselig. Du hast etwas Zenithium gefunden. Ich kann mir kaum vorstellen, wie du das in die Finger bekommen hast. Du scheinst sehr darauf erpicht zu sein, es zu finden. Was hast du denn damit vor? Wie bitte? Was ist denn Babs Leuchtschild? Für Laien verständlich ausgedrückt? Nun, was auch immer das ist. Es klingt absolut grandios. Hättest du etwas dagegen, wenn ich hochkomme und es mir anschaue? Keine Sorge, ich nehme euch keinem was weg. Ich nehme auch keinem was weg. Ich bin übrigens... Der Name ist geil. Wow. Wackeln wir doch alle zurück zu dir, ja? Ich will all deine hübsche, glitzernden Sachen sehen. Darf ich erstmal die Sachen einsammeln? Das wäre cool. Ja, die Namen wieder. Ich habe nur noch ein Video gesehen. Ja, aber du kannst ja Videos machen, wann du möchtest. Ist ja... Ist ja dein Entscheidung. Ich meine, ich bin auch nicht besser. Wenn ich sehe, die Videos auf meinem Kanal sind halt bald leer, ändere ich halt neu. Ich gehe mal weiter nach oben. Oh, toll, genau. Voll daneben gesprungen. Das ist ja runtergezogen. Ja, Entschuldigung, das hat halt runtergezeigt. Und der Sack hat halt gesagt, dass das unter Tonnen von Stein bestimmt ist. Ich habe nur das getan, was der gesagt hat. Oh, ich würde heute so gern länger streamen. Ich glaube, ich mache noch bis 16 Uhr so. Ich kann heute echt nicht lang machen. Aber es macht gerade so viel Spaß. Aber Mittwoch mache ich länger. Und wieder abends. Heute ist nur ein bisschen zeitlich etwas gehen. Am Tag ist halt auch blöd, weil der Hund dann aktiver ist, also der Welpe. Kann ich mich eh nicht so voll auf das Game konzentrieren.
brauche Kaffee. Ich habe sehr viel. Ich trinke ja mehr so hier so Kaffee Latte und so diese gekühlten Sachen immer. Ich habe davon wieder viel zu viel im Kühlschrank. RIP. Borderlands bis 9 Uhr morgens. Nein, Killer. Freitag wieder, ne? Oh je. Aber es hat letzten Freitag echt Spaß gemacht. Was machen die da? Der will sich uns anschließen, ja. Hier wohnst du also, Nero? Das ist ja höchst fantabulös. Schau mal, wer da ist. Schön, dein hübsches Gesichtchen wieder zu sehen, Goldbröckchen. Ganz ehrlich, hier werden so viele Muskeln zur Schau gestellt. Ich weiß gar nicht, wohin ich zuerst schauen soll. Nicht, dass ich etwas gegen ein paar Otterchen einzuwenden hätte. Verstehst du? Aber bevor ich es mir bequem mache, muss ich noch etwas fragen. Hast du das Zenithium nun gefunden? Naja, ich habe dieses Echo-Ding mal. Die Echoflöte. Was? Du hast die Echoflöte in die Fingerchen bekommen? Mit der Echoflöte könnte ich die glitzerndsten Schätze der Welt finden. Nero, ich spreche später vielleicht nochmal einmal mit dir, um dich um Hilfe bei meiner Suche nach ein paar großen Schätzen zu bitten. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Da habe ich einen Sack hier als Bewohner. Okay. Aber jetzt danke ich dir erstmal dafür, dass ich einziehen darf. Ich werde es lieben, in so einem schnuckeligen Zuhause zu wohnen. Der Klunkerbeutel schließt sich dem Team von Nero an. Jetzt einen großen Sack hier. Jetzt geht das wieder los. Ne? Ich glaube, es ist schon mal ein Clip wegen diesem Klunker-Beutelchen gekommen. Irgendwas mit männlichen Sack oder so, habe ich gesagt. Irgendwas war da. Ach, stimmt, ich glaube, weil die sagten Schwesterchen. Nee, irgendwie war das verwirrend, dass die sagten Bruder oder Schwester, und dann habe ich gesagt, ja, ist doch richtig, das ist doch ein männlicher Sack. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, oh, das klingt ja voll falsch. Das hat einen Sack. Ich hab sogar drei. Wow.